Nachrichten des Tages. Heute mit Mitri Serin. Ihnen allen einen schönen guten Abend. Den Sport gibt es später mit Norbert Lehmann. Fußball-Bundesliga-Männer und Damen, schönen guten Abend. Wir verschaffen uns einen Überblick. Wie sieht der Weg zu Neuwahlen aus? Regierung und Opposition streiten weiter. Kommunen und Wahlleiter bereiten sich vor. Erinnern an einen Tag der Freude. In Berlin feiern die Menschen den Fall der Mauer vom 9. November 1989. Und langer Weg zurück ins Leben. In den spanischen Überschwemmungsgebieten kämpfen die Menschen weiter gegen Schlamm und Infektionen. Nach dem Regierungsbeben in Berlin wollen alle wissen, wann Neuwahlen wirklich kommen. Im März schlägt der Kanzler vor, im Januar fordert die Union und auch eine Mehrheit im ZDF-Politbarometer wäre dafür. Der Druck auf Olaf Scholz steigt. Gestern signalisierte er in dieser Frage zwar Gesprächsbereitschaft, führte aber gleichzeitig organisatorische Gründe an, die dagegen sprechen könnten. Ähnlich argumentiert auch die Bundeswahlleiterin. Dazu und was uns politisch erwarten könnte, Ines Trams. Nach einer aufreibenden Woche scheinbare Entspannung im Berliner Regierungsviertel. Doch der Streit um den Neuwahltermin geht weiter. Die SPD nun als Minderheitsregierung unterwegs, umwirbt die Union für Gesetze, die sie noch durchbringen will. Im Gegenzug wäre ein früherer Neuwahltermin denkbar. Diese bedeutenden Fragen, wie beispielsweise die Entlastung der Industrie bei den Energiepreisen, das sind wichtige Vorhaben, die jetzt gemeinsam noch möglich gemacht werden sollen. Und der Bundeskanzler ist bereit, über die Frage der Vertrauensfrage und des Wahltermins dort auch mitzusprechen. Der noch Koalitionspartner sieht organisatorische Herausforderungen eines Wahltermins im Januar, kritisiert aber einen Deal. Wo ich sehr skeptisch bin, ist, ob diese guten oder schlechten Gründe, darüber mag man denken, wie man will, vermengt werden sollten mit der Umsetzung politischer Lieblingsprojekte. Die Union vermutet wahltaktische Motive hinter dem Drängen der SPD auf einen späteren Wahltermin und bleibt dabei: keine Zusammenarbeit, bevor der Kanzler die Vertrauensfrage gestellt hat. Die Reihenfolge ist eindeutig. Erst die Vertrauensfrage im Deutschen Bundestag, dann können wir darüber reden, ob es notwendige Entscheidungen gibt, die man gemeinsam machen kann, nicht andersherum. Offen, ob Neuwahlen tatsächlich bereits im Januar zu stemmen wären. Gestern warnte die Bundeswahlleiterin vor, Zitat, unabwägbaren Risiken, auch weil Weihnachten nahe und Papier fehle. Die klaren und knappen Fristen für eine Neuwahl, die im Grundgesetz verankert sind, sollen eine Hängepartie, sollen Unsicherheit vermeiden. Und deshalb sind die Fristen auch so, wie sie sind. Das heißt, man kann sie nicht verlängern und sagen, es gibt halt Papierknappheit oder Weihnachtsfeiertage. Gegenüber dem ZDF betont die Papierindustrie, wir haben Papier. Die deutsche Papierindustrie ist sehr leistungsfähig. Und klare Antwort, ja. Wir können genug Papier für eine Neuwahl im Januar liefern. Wann die nun tatsächlich stattfindet, ist heute noch immer offen. Nach meiner Kenntnis ist das sofort unverzüglich. Dies die legendäre, fast beiläufige Äußerung des DDR-Politikers Schabowski, der zuvor von einem italienischen Journalisten zur neuen DDR-Ausreiseregelung befragt wurde. Es war der Tag des Mauerfalls, heute genau vor 35 Jahren. Und dieser 9. November 1989 hatte natürlich eine Vorgeschichte, an die jetzt Delia Thomas und Alexandra Vaccano erinnern. Es ist 1989, als sich, dank Michail Gorbatschow, der Konflikt zwischen Ost und West deutlich entspannt. So werden in den Mitgliedstaaten des Warschauer Paktes, dem osteuropäischen Militärbündnis, die Weichen für den Systemwechsel gestellt, Richtung Demokratie. Wie in Polen und in Ungarn. In diesem Sommer fliehen auch tausende Bürger aus der DDR. In die Botschaften der Bundesrepublik, in Ost-Berlin, Budapest und Prag. Ihr Ziel, die Ausreise nach Westdeutschland. Überwältigend der Jubel der Menschen, als der damalige Außenminister Genscher in der Prager Botschaft verkündet, dass ihre Ausreise genehmigt sei. Ein offenes Land mit freien Menschen fordern am 4. September 89 rund 1200 Demonstrierende in Leipzig. Immer montags protestieren sie gegen die Politik der DDR-Führung. Am 9. Oktober, nach nur 5 Wochen, sind es in Leipzig schon 70.000.
Wir sind das Volk, rufen sie. Viele rechnen damit, dass Polizei und Panzer sie aufhalten. Aber es fällt kein Schuss. Es bleibt friedlich. Dann am 4. November in Berlin. Die größte Demo in der Geschichte der DDR. 500.000, die für die Freiheit auf die Straße gehen. Die DDR-Führung unter Zugzwang. Am Abend des 9. November verkündet Sprecher Schabowski Reiseerleichterung und die Öffnung der Grenze. Auf Nachfrage sagt er, nach meiner Kenntnis ist das sofort, unverzüglich. Die Mauer, sie fällt noch in dieser Nacht. Und Günter Schabowski ist natürlich überall präsent, wenn an den Mauerfall erinnert wird. So auch heute bei den offiziellen Feierlichkeiten in Berlin. Das zeigt uns jetzt der Bericht von Stefan Merseburger, genauso wie auch nachdenkliche Stimmen zum Gedenktag, weil er eben in eine Zeit gleich diverser Krisen fällt. Von der Mauer, die einst Berliner aus Ost und West trennte, ist kaum noch etwas da. Mit der Installation von rund 5000 Plakaten entlang des historischen Mauerverlaufs feiert Berlin die Freiheit und die Überwindung der Teilung vor 35 Jahren. Multimedia-Stationen lassen die so bewegten wie glücklichen Zeiten wieder aufleben. Heute sehen viele die Freiheit bedroht, international, aber auch in Deutschland. Wir leben in einer freiheitlichen Demokratie, aber es gibt Kräfte, die ein anderes Land wollen. Und das macht mir schon Sorge. Ja, gerade die großen Kriege jetzt, die vor 10 Jahren noch undenkbar gewesen sind und jetzt Realität, das ist schon eine harte Wahrheit, der wir ins Auge blicken müssen. Gerade Donald Trump kann man nicht einschätzen, zu was er alles fähig ist. Beim zentralen Gedenken an der Gedenkstätte Berliner Mauer betont Bürgermeister Wegner, dass Freiheit keine Selbstverständlichkeit sei. Spüren das, glaube ich, alle. Unsere Freiheit und unsere Demokratie wird wieder einmal angegriffen. Von innen wie von außen. Auch Zeitzeuginnen waren geladen. Vor 35 Jahren haben wir das nicht gedacht, dass wir das schaffen, dieses Grenzbollwerk zu überwinden. Und es hat geklappt. Es war der wohl glücklichste Moment der deutschen Geschichte. Die Hymnen jener Zeit erklingen in einem großen Konzert am Abend. Schon bei der Probe am Brandenburger Tor wird gefeiert. Zehntausende sind in der Hauptstadt unterwegs, die Freiheit hochzuhalten. Ein ebenso kostbares wie heute bedrohtes Gut. Wir wollen nach Spanien schauen. Anderthalb Wochen liegt das verheerende Unwetter jetzt zurück. Und langsam lässt sich abschätzen, wie viele Menschen dabei ihr Leben verloren haben. Helfer suchen weiter in Flüssen und im Meer nach Todesopfern. Inzwischen ist noch von 50 Vermissten die Rede. 220 Leichen sind geborgen worden. Noch immer laufen die Aufräumarbeiten in den betroffenen Regionen wie in der Gemeinde Massanassa bei Valencia. Anna Wasberg zeigt uns, was das Chaos in Schlamm und Schutt den Einwohnern abverlangt. Die meisten Straßen in Massanassa sind inzwischen wieder befahrbar. Täglich kommt Hilfe. Trotzdem herrscht hier 11 Tage nach der Katastrophe immer noch der Ausnahmezustand. Achtung, Achtung! Aus gesundheitlichen Gründen ist es streng verboten, auf der Straße zu kochen. Dröhnt es immer wieder aus Lautsprechern. Vielen bleibt trotz der Infektionsgefahr nichts anderes übrig, weil sie keine Küche mehr haben. Und immer noch werden Garagen leer gepumpt. José erkennt das Auto seiner hochschwangeren Frau. Eigentlich wollten sie damit ins Krankenhaus fahren, wenn es soweit ist. Wir sind sehr müde, körperlich und mental. Aber wir müssen jetzt stark sein, wir müssen nach vorne sehen. Ein paar Häuser weiter treffen wir Cristina Ballesta und ihre Mutter. Sie versuchen hier jetzt wieder irgendwie zu wohnen, auch wenn nicht mehr viel übrig ist. Immerhin haben uns Leute, ich weiß gar nicht wie viele Betten organisiert, dafür sind wir dankbar. Darüber nachzudenken, wie es weitergehen soll, dafür ist wenig Zeit in Massanassa. Erstmal muss der ganze Schlamm weggeschafft werden.
Mittlerweile riecht man die stark betroffenen Orte schon von Weitem. Die meisten Menschen, die hier aufräumen, tragen Masken und Gummihandschuhe, weil je länger der Schlamm und auch der Schutt hier in den Orten liegt, desto größer wird auch die Angst, dass Infektionskrankheiten ausbrechen könnten. Es geht voran in Massanassa, wenn auch langsam. Inzwischen ist immerhin die Apotheke wieder geöffnet, eines der wenigen Geschäfte überhaupt in der Umgebung. Bis für die Menschen hier wieder so etwas wie Alltag einkehren kann, ist es noch ein langer Weg. Es ist eine schlechte Nachricht für die Hamas-Geiseln und deren Angehörige, aber auch für die Zivilbevölkerung in Gaza. Katar zieht sich als Vermittler zwischen Israel und der radikal-islamischen Hamas zurück. Gleichzeitig gehen die Angriffe des israelischen Militärs im Gazastreifen weiter. Die humanitäre Lage dort ist nach wie vor katastrophal. Experten warnen vor einer sich dramatisch zuspitzenden Hungersnot. Die WHO schlägt Alarm. Thomas Reichert berichtet. Hunderte stehen heute Schlange vor der einzigen Bäckerei, die in den Ruinen von Khan Yunis noch arbeitet. Unter ihnen Mohammed Al-Sakka. Der Student erzählt, er habe seinen Unterricht verlassen, um an Brot zu kommen. Die Lage ist sehr schwierig. Wir warten hier schon seit 4 Stunden auf ein Stück Brot. Die Leute hier hungern tatsächlich. Auf dem Markt von Khan Yunis findet unser palästinensisches Kamerateam heute einige Lebensmittel, aber nur wenige. Und die Preise sind extrem gestiegen. Abu Issam fragt sich, woran das liegt. An den Hamas-Behörden, den Händlern oder der Mafia? Lebensmittellieferungen von der Grenze gibt es nur wenige, sehr wenige. Der Preis für Kartoffeln war mal 3 Schekel pro Kilo. Heute sind es 25. Fast 10-mal so teure Lebensmittel für Menschen, die nichts mehr oder viel weniger verdienen als früher. Israels Verteidigungsministerium veröffentlicht heute Bilder, die Hilfslieferungen in den Norden zeigen sollen. Dort ist die Versorgungslage noch schwieriger. Ein Grund: die Zahl der Lkw, die von Israel in den Gazastreifen gelangen, war nach UN-Angaben im Oktober so niedrig wie seit einem Jahr nicht mehr. Es ist sehr wahrscheinlich, dass im nördlichen Gazastreifen eine Hungersnot droht. Die Warnung internationaler Experten unterstreicht außerdem, dass die humanitäre Lage im Gazastreifen insgesamt äußerst ernst ist und sich rasch verschlechtert. Es müsse dringend gehandelt werden, so die UN. Es gehe nicht um Wochen, sondern um Tage. Die Pogrome im November 1938, sie gehören zu den dunkelsten Stunden der deutschen Geschichte. Hunderte Synagogen wurden von Schlägertrupps der Nationalsozialisten in Brand gesteckt, Geschäfte geplündert und tausende Jüdinnen und Juden misshandelt, ermordet oder willkürlich verhaftet. Wie wichtig Gedenken und Erinnerung am Jahrestag und darüber hinaus sind, zeigt uns Sandra Susanka. Sie hat sich in Stuttgart auf Spurensuche begeben. Tabakhändler Max Rosenfeld war einer von etwa 5000 Juden, die vor der Reichspogromnacht in Stuttgart lebten. Seine Villa ein kulturelles Zentrum für das Stuttgarter Großbürgertum. Ende des Zweiten Weltkriegs wird sie von Bomben zerstört. Auf dem Gelände entsteht später ein modernes Gebäude, in dem heute das ZDF-Landesstudio Baden-Württemberg ist. Wie überall in Deutschland brennen in dieser Nacht auch in Stuttgart die Synagogen. Kein Mensch durfte sie löschen. Die Feuerwehrleute standen dabei und schauten zu und löschten nur das Nachbarhaus, weil das geschützt werden sollte. Aber die Synagoge musste abbrennen. Barbara Heuss-Zisch hat die Geschichte der Villa Rosenfeld wieder lebendig gemacht, dafür viele Unterlagen ausgegraben. Auch ihre Familie wurde von den Nazis verfolgt. Nach der Pogromnacht flieht Max Rosenfeld vor dem Terror der Nazis nach Amsterdam. 4 Jahre später wird er dort verhaftet, stirbt in einem Durchgangslager. Seit einigen Tagen erinnert ein Stolperstein vor seinem ehemaligen Zuhause an ihn. 3 seiner Nachfahren, die alle in Amerika leben, sind zur feierlichen Verlegung gekommen. Es besteht kein Zweifel daran, dass es eine Zeit des tiefen Schmerzes und der Grausamkeiten war. Aber deshalb sind wir nicht hier. Wir sind hier, um die Zukunft, das Miteinander, die Solidarität und die Kameradschaft zu feiern, aber auch um unseren Angehörigen und unserer Geschichte zu gedenken.
Mit dem Stolperstein erhält der jüdische Unternehmer nun einen Platz im Gedächtnis der Stadt Stuttgart. So, und wir machen sportlich weiter. Norbert, wir sind in der Frauenfußball-Bundesliga und das heitere Wechselspiel an der Spitze, das geht weiter. Ja, das Remis gestern Abend der bislang führenden Münchnerin, das hat die Konkurrenz heute eiskalt ausgenutzt. Die Frankfurterin nach dem 8:0 Heimsieg gegen Köln auf Platz 2. Ja, und die Wolfsburgerin durch den Erfolg in Hoffenheim neuer Spitzenreiter. In der spontanen Gesprächsrunde nach dem Spiel durfte es wenig zu kritisieren gegeben haben, außer dass Hoffenheim zu Beginn mehr vom Spiel hatte, bis die Wolfsburgerinnen mit Brand in den Rücken der Abwehr kommen. Alexandra Popp steht als Stürmerin genau an der richtigen Stelle, um reaktionsschnell die Führung klarzumachen. Linette Behrenstein mit der unmittelbaren Vorlage, die Laura Dick vor die Füße von Popp lenkt, 40. Minute. Nach der Pause findet Janina Minge das perfekte Timing zum Eckstoß und nutzt Dicks Fehler beim Rauslaufen, 2:0, 52. Minute. Den Schlusspunkt setzen die Wölfinnen in der 70. Minute. Wedemeyer zum 3:0 Endstand und zur Tabellenführung in der Bundesliga. Und nun zu den Bundesliga-Männern. Da feiert Mainz 05 seinen ersten Heimsieg durch den Erfolg gegen den BVB. Hier die bisherigen Ergebnisse des 10. Spieltags. Mainz-Dortmund 3:1, Bremen-Kiel 2:1, Bochum mit Neutrainer Hecking ringt Leverkusen einen Punkt ab, 1:1. Pauli unterliegt München 0:1, das Abendspiel Leipzig gegen Gladbach. Bereits gestern das 0:0 zwischen Union und Freiburg. Die Tabelle sieht so aus. Die Bayern haben ihre Tabellenführung ausgebaut vor den Leipzigern. Die spielen ja jetzt. Dahinter Frankfurt, Leverkusen, Freiburg und Union. Dortmund nun Siebter. Die zweite Tabellenhälfte beginnt mit Mainz. Ja, und ganz unten alles unverändert. Hoffenheim vor Kiel und Schlusslicht Bochum. Das Abendspiel Leipzig gegen Gladbach ausführlich bei uns zu sehen im aktuellen Sportstudio ab 22.30 Uhr im Livestream und ab 23.30 Uhr im TV. Zu Gast die deutschen Nationalspielerinnen und US-Basketballmeisterin Leonie Fiebig und Yara Sabali. Zu den deutschen Eishockey-Frauen, die haben heute Nachmittag in Landshut den Deutschland-Cup gewonnen. Das DEB-Team gewann auch das dritte Spiel. Gegen die Ungarinnen stand es am Ende 3:1. Gelungene Generalprobe für das Olympia-Qualifikationsturnier Anfang Februar in Bremerhaven. Die 16. Minute. Deutschland in Überzahl. Laura Kluge mit dem Puck. Abgefälscht. Emily Nix im zweiten Versuch zum 1:0. Zweites Drittel. Ronja Haag aus der Distanz. Jule Schiefer staubt ab zum 2:0. Kurz vor Ende wird es noch einmal spannend. Powerplay für Ungarn. Kinga Jokai-Szilagyi mit dem Schlittschuh. Der Anschlusstreffer wird von den Schiedsrichterinnen gegeben. In den beiden letzten Minuten Ungarn in Unterzahl. Die Torhüterin ist vom Eis. Nikola Hadraschek zum 3:1 Endstand und dem Turniersieg. Die Ungarinnen gehören zu den Gegnerinnen des Teams von Jeff McLeod bei der Quali für Mailand 2026. Und die Eishockey-Männer, die spielen zur Stunde in Deutschland Cup gegen die Slowakei. Vielen Dank, Norbert. Gerne. Zum Schluss, da haben wir noch ein Wintermärchen aus 1001 Nacht für Sie. In Saudi-Arabien hat es nämlich geschneit und das sorgte für ungewöhnliche Bilder. Ja, Kamele unter einer weißen Decke etwa, zum Glück haben die ein dickes Fell, oder aber ja, Schneebälle mitten in der Wüste. Eigentlich ist die Region Al-Jauf für ihren rotbraunen Sand bekannt, kann sich aber auch, finde ich, in weiß sehen lassen. Schnee, ganz so weit ist es bei uns dafür noch nicht. Die Wetteraussichten gibt es gleich mit Christa Orben. Das Heute-Journal mit Christian Sievers sehen Sie ab 23.15 Uhr. Morgen begrüßt Sie hier Barbara Hallwig. Danke fürs Interesse, schönes Wochenende und auf bald. Guten Abend. Morgen gibt es mit Hochdruckeinfluss wieder dasselbe Sonnennebelspiel wie in den vergangenen Tagen. Ab Montag ändert sich aber was. Da bringt uns ein kleines Tief mal wieder etwas Regen und auch kräftigeren Wind. Aber noch nicht heute Nacht. Da kann es höchstens mal nieseln, auch aus den hochnebelartigen Wolken im Nordwesten. Sonst breitet sich der dichte Nebel wieder aus. Wo es jetzt noch am längsten klar bleibt, vor allem in der östlichen Mitte, wird es leicht frostig bis -3 Grad. In der Kölner Bucht bei bedecktem Himmel bleibt es bei 7 Grad. Morgen steigen die Temperaturen in den östlichen Landesteilen auf 8 Grad. Im Dauernebel bleibt es teils kühler.
Schüler. In der Kölner Bucht und am Niederrhein und auch in höheren Lagen kann es bis zu 13 Grad geben, vor allem bei Sonnenschein. Mit dem Sonnenschein ist das morgen aber so eine Sache. Wahrscheinlich gibt es etwas weniger davon als noch heute, vor allem natürlich auf den Bergen. Und wenn sich der Nebel im Süden und im Osten auflöst, bei einer leicht südlichen Windkomponente ist das vor allem in den Lehlagen der Mittelgebirge wohl der Fall. Es gibt leichten Nieselregen im Nordwesten, sonst ist es aber trocken. Das ändert sich dann aber, wie gesagt, in der neuen Woche von Nordwesten. Mit einem stürmischen Wind an der Nordsee breitet sich der Regen aus. Er bringt auch etwas kühlere Luft mit und das spüren wir vor allem in den höheren Lagen. Auf Wiedersehen.